Darum geht es. Der Lauschposten in Bad Aibling, vor Jahren von der NSA abgegeben, seitdem betrieben vom BND. Von hier aus werden Satelliten mit ausländischem Datenverkehr angezapft. Ein Teil der Erkenntnisse geht auch an die NSA. Details regelt ein Abkommen aus der Zeit von Rot-Grün. Dieses Dokument ist bis heute die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen BND und NSA in Bad Aibling. Dieses Abkommen geht zurück auf eine Grundsatzentscheidung des damaligen Chefs des Bundeskanzleramts Frank-Walter Steinmeier. Seit Wochen ist die Regierung wegen der NSA-Lauschaffäre unter Druck. Noch immer ist unklar, ob und wie US-Dienste Deutschland selbst ins Visier nehmen. Nun versucht die Koalition einen Gegenangriff. Die Rechtsgrundlage für diese Zusammenarbeit bei der Auslandsaufklärung wurde gelegt im April 2002. Der Kanzler hieß damals Gerhard Schröder. Die Regierung war rot-grün und zuständig war Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier. Bereits am Wochenende jedoch erklärte der BND, Daten von Deutschen würden nicht weitergegeben. Steinmeier wehrt sich, es gehe hier um den Kampf gegen den Terror nach 9/11. Was zur Aufklärung eines grauenhaften Verbrechens notwendig war, hat nichts zu tun mit der lückenlosen und flächendeckenden Abschöpfung von Daten unserer Bürgerinnen und Bürger. Frau Merkel ist der Schutz der Bürgerrechte anscheinend nicht wichtig genug. Um von ihrem eigenen Versagen abzulenken, schickt sie nun den Regierungssprecher in den Wahlkampf. An dem freilich beteiligen sich alle Parteien mit allem, was gegen die Konkurrenz zu finden ist. Heißt für die Lauschaffäre Fortsetzung folgt.